Herzlich willkommen zurück zum Operation Flashpoint Cold War Crisis Let's Play. So, wir sind in Mission 8 Defender und wir spielen noch den David Armstrong und unser Rufname ist Alpha 2. Ja, also wie wir schon in dem Video gesehen haben, in dem letzten Part, eine russische Panzerkolonne rückt auf unsere Stellung zu. Ja. Und unsere Aufgabe ist es jetzt mit Feldwebel Fuller diese aufzuhalten. Ja, wir haben Panzerminen und Panzerabwehrraketen und müssen die an dieser Straße hier, wo die längs fahren, von hier irgendwie an. Zack. Aus dem Süden. Diese aufzuhalten, dass sie hier zu unserem NATO-Stützpunkt nicht vordringen. Ja, wir starten hier an der Hauptstraße um 5:50 Uhr, also um 5:50 Uhr. Ja, denn in den Notizen, 4. Juni 85, ja, da schreibt er halt, dass alle das immer noch nicht glauben, dass die Russen jetzt Malden angegriffen haben. Aber irgendwie sind es auch. Also sehen aus wie Russen, sagt er. Aber es sind keine Russen, weil da müsste ja eigentlich mehr Krieg sein als nur jetzt so hier. Also irgendwie sind die sich da nicht so sicher, dass es jetzt wirklich richtig von der russischen Regierung ausgeht, das Ganze. Ja, manche Leute sprechen auch schon vom Dritten Weltkrieg. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt hier so eine Panzerkolonne an. Und wie wir schon im Video gesehen haben, im letzten Part, das ist ja echt alles, fahren die auf, was die Russen zu bieten haben. T-80, T-72, nur vom Besten, vom Besten, was die Russen da auffahren. Das kann hart werden. Also, ich habe eine M16, 4 Magazine, 3 Panzerminen und der Jack Fuller hat quasi die gleiche Ausrüstung. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir das Ganze. We'll have to lay the mines fast, Armstrong. Those tanks will be here in less than 5 minutes. Okay, 5 Minuten. Kommen die. Da können die kommen. So, okay. Habe ich die Minen mal hier so hin. Zack. Ja, ei. Hier kommt eine hin. Zack. Und dann. Mach ich hier noch eine hin. Zack. Genau. Und gegenüber. Bisschen V-förmig. Ah, hier ungefähr. Wenn denn dein Panzer explodiert und die fahren an der Seite vorbei, dann. Eiern sie darüber, hoffentlich. Das ist zumindest der Plan. Armstrong, there's a launcher and some missiles in those crates. Grab them and get your head down. Okay. LAW-Raketenwerfer aufnehmen. Alles klar. So, mal gucken, wie haben wir. Zack. Dann nehme ich da nochmal eine. Okay. Er packt sich da einen Busch, dann lege ich mich mal hier oben hin. Noch ein Stück weiter. Von hier oben sehe ich nichts mehr. Zack, hier ist gut. Okay. Da höre ich auch schon was anrollen. Und übrigens, jetzt nochmal ein bisschen was erzählen über den LAW-Raketenwerfer. Kann man eigentlich nicht Raketenwerfer nehmen, weil da keine Granaten, keine Raketen mit verschossen werden, sondern falsches Ding hier, im Grunde Granaten, die hier so eine Treibladung haben und hier hinten so ein Stabilisator, und da haben wir das Vorhutfahrzeug,
explodiert natürlich nicht, weil es Panzerabwehrminen sind. Ja, und der LAV. Raketenwerfer, so wie er heißt, heißt eigentlich, die richtige Bezeichnung ist M72 und das LAV heißt Light Anti-Tank Weapon. Ja. Gibt auch so eine ähnliche, die Russen haben auch so was ähnliches gebaut. Die RPG 18 oder 26, RPG 26, das ist quasi im Grunde dasselbe Prinzip zum. Leichte Waffe, die man ausschieben kann. Leicht zu transportieren und ziemlich tödlich. Ja, auch so, was, das ist normalerweise eine Einwegwaffe, also man hat eine Granate drinne, verschießt sie und dann war's das, kann man auch nicht nachladen. Das hat BI hier aber damals absichtlich weggelassen, denn hier kann man sie nachladen, unendlich oft. Ja, ist quasi ein kleiner Fehler vom im Sicht, im Sinne von Realismus. Und da kommen die Russen angefahren. Oh, da kommen sie. Contact. 2 o'clock. Enemy. G80. 100. 2 o'clock. G72. 100. Boom. 8 o'clock. G80. 100. Alles klar, ich feuer nicht, keine Sorge. Ja, schön nachexplodiert. Wie sollen wir die eigentlich zerstören, wenn sie den da direkt weiterfahren? Okay, da ist noch einer über die Mine gefahren. Like we didn't get them all. Load that rocket launcher and fire at will. Two, engage at will. Two, go, go, go. All, move to bush. 5 o'clock. Zack. Two, engage T-72. Ja, fahr. 8 o'clock. Enemy. Scheiße. T-72. 200. Ja. Gut. Aha, hat jetzt nicht geklappt. Okay, nochmal. Da war... Jetzt treffe ich natürlich nicht. Hä? Ach, ah. Hab ich einen falschen Strich angehalten, ey. Da war auch so ein bisschen dödelig, ne? Durch da angehalten statt da. Das sehe ich ja mal gar nicht ein jetzt hier. Zack. T-72 is history. Cool. Alpha to base. Mission accomplished. How about you come pick us up? The smoke's killing my eyes. Copy that, Alpha. Transport on way. Geil. Zurückziehen, okay. Alles klar. Packen. Schleichen nur noch mehr rum. Mensch, du bist aber schon wieder mutig. Kommt das her? Sehe nichts. Moment, da hochlaufen. Oh, da kommt eine Unterstützung. 2, 6, followed 1. Form line. All, danger. Hey Armstrong, where do you think you're going? Fall back in the formation. Ja.
komm schon, Kumpel. Okay, ab in den M113. All, go to Charlie, Delta, 5, 3, 7, engage, UAZ. Clear. Fuhut kommt gerade zurück. Sich wohl gemerkt. Irgendwie kommt da keiner mehr. Okay, geschafft. Sie haben sich gut geschlagen. Ihr Trupp konnte La Passage oder La Passage. Ne. Immer diese komischen Namen, halten. Vorläufig. Geil. Ein T-80, drei Besatzungsmitglieder. Naja. Das geht. Okay, dann nochmal eben hier auf weiterklicken. We're just not ready for this kind of action, sir. I know, but ready or not, we've got a serious fight ahead of us. Major, are you okay? I'd put you on dishwashing duty, but the truth is, we need you on the front line. The front line? But sir, I haven't even completed my training yet. Yeah, tell me about it. But we have more tanks than tank crews right now, and the Soviets have got us on the run. Then it's true? We're up against the commies? Well, they're wearing Russian uniforms, and they're driving Russian tanks, but they're fighting like, well... I ain't never seen nothing like it. You can count on me, sir. I've almost got the hang of steering this thing. I hope so. For your sake and your crew's. Speaking of whom, where are they? They're taking some time off in La Trinity, sir. Well, get yourself and your tank down there and pick them up. Then report to Major Sutherland on the training ground nearby. Yes, sir. Get a move on. Russian tanks are rolling on to Malden as we speak. Ja, ist das geil. Jetzt können wir Panzer fahren.